Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich prominente Unterstützung von Ramona. Prominent, hallo. Ich glaube, man kennt dich mittlerweile schon, also insofern, ja, gern gesehene Unterstützung. Wir haben uns nämlich einen Buchtag vorgenommen. Es ist eine kleine Sonderepisode jetzt hier und zwar mit 9 Fragen zum Thema Jurassic Park Book Challenge. Das hatte Belletristik Basti auf YouTube sich ausgedacht und den Link dazu findet ihr natürlich bei mir in den Episodenbeschreibungen. Und ja, wir fanden die Fragen eigentlich ganz witzig, also mal was anderes und ja, es dreht sich alles rund um Jurassic Park und da dann eben um Buchempfehlungen, die wir davon ableiten sozusagen. Würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Frage Nummer 1, T-Rex. In diesem Buch findest du einen Killer. Magst du beginnen, Ramona? Ja, gerne. Und zwar habe ich mir rausgesucht Der Countdown-Killer von Amy Sutter Clark. Mhm. Ich meine, der Name ist da schon Programm. Killer kommt sogar schon im Titel vor. Mhm. Und das ist auch, es ist wirklich ein Buch, was ich jetzt gerade erst beendet habe. Also es ist, glaube ich, auch sogar erst jetzt im Februar erschienen. Also super aktuell. Ja. Und ich habe es als Hörbuch gehört und ich kann es auch wirklich jedem als Hörbuch empfehlen. Also wirklich wärmstens ans Herz legen. Auch wenn ihr sonst nicht viele Hörbücher hört, hört das auf jeden Fall. Weil es eine Mischung aus Podcast, also das, was wir hier gerade machen, mhm, und Hörbuch ist. Und das finde ich super, super spannend. Es geht um El Castillo, die einen Podcast hat, nämlich Justice Delayed. Und sie kümmert sich quasi um, oder sie möchte Gerechtigkeit den Leuten bringen, die irgendwann mal in Vergessenheit geraten sind. Also irgendwelche Cold Case Fälle, mhm, die nie abgeschlossen wurden. Und da, ja, kümmert sie sich darum, recherchiert da ganz engagiert und diesen Podcast kann man dort ein bisschen nachvollziehen. Also es ist wirklich so aufgebaut, dass es auch immer wieder Podcast-Folgen gibt, neben, mhm, diesem normalen Hörbuch quasi. Cool. Und da interviewt sie zum Beispiel auch mal andere Leute. Das ist ganz toll gelesen von Ulrike Kapfer. Mhm. Und das ist dann immer so ein bisschen hörspielmäßig sogar. Dann unterhält sie sich zum Beispiel mit einem Polizisten, das ist dann Detlef Bierstedt, der dem dann spricht. Ah ja, das. Und das ist dann so ein, auch sehr atmosphärisch, so wie im Podcast das wäre, wenn die sich zum Beispiel im Café treffen oder so, da haben auch Hintergrundgeräusche, also wirklich ganz, ganz cool. Mhm. Und was vielleicht noch super spannend dazu ist, es gibt Fio, das ist so eine Hörspiel- Podcast-App, will ich jetzt mal sagen, auch relativ neu. Mhm. Und da kann man auch diese ganzen Podcast-Folgen nachhören. Ja. Und auch dort in voller Länge. Also die gibt es dann irgendwie, ich glaube, die gehen ungefähr eine halbe Stunde immer. Mhm. Und die sind losgelöst von dem Hörbuch, was total spannend ist. Also auch selbst alle, die nur das Buch gelesen haben, können da die Folgen nachhören, was ich auch super finde. Das heißt, bei diesem Video ist quasi mehr zu hören als in dem Hörbuch, oder? Ich bin der Meinung, ja. Ah, ja, ich glaube cool. Nicht, dass sie immer diese ganzen Folgen dort reingepackt haben. Mhm. Bis jetzt gibt es bei Fio nur die ersten 8 Folgen. Ich meine, aber es gibt hinterher 11, 12 oder so. Ah, spannend. Die werden, glaube ich, jede Woche kommt eine neue raus. Ah ja. Ich glaube, seitdem das Buch erschienen ist, kann man das dann jede Woche dann hören. Das ist mega cool. Überleg mal, das ist ja quasi mehr produziert als eigentlich gemusst, so nach dem Motto. Cool. Total. Ja. Also, wenn es wirklich so ist, ich habe mir die Podcast-Folgen jetzt nicht alle nochmal angehört. Mhm. Ich habe bei der ersten reingehört und da hatte ich schon das Gefühl, dass es anders ist. Also, ja. Dass sie da ein paar Sachen mit reingenommen haben, die dann im Hörbuch so nicht drin vorkamen. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr cool. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, weil es einfach so ein cooler Genre-Mix ist oder so ein Stil-Mix aus, ja, ja, normalem Hörbuch, irgendwie Hörspiel und eben diesen Podcast-Gedanken. Sehr, sehr cool. Hört sich super an. Ich habe das tatsächlich auch schon hier als Rezensionsexemplar stehen und bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber das hört sich echt toll an. Und ich bin auch der Meinung, dass bei Apple Podcast gab es auch die, also 2 Folgen zumindest, aber noch nicht mehr, wie ich das gesehen habe. Insofern, ja, ganz, ganz spannend. Finde ich einen sehr coolen Tipp auf jeden Fall. Gerade auch das vielleicht nochmal in dieser anderen App anzuhören, wo dann vielleicht doch nochmal ein paar mehr Folgen schon veröffentlicht sind. Toll, ja, finde ich cool. Und war es denn sehr blutig? Oder war so mittel... Jein, also es ist ja ein Cold Case Fall, das heißt aktiv passiert da ja am Anfang erstmal wenig, mhm, sondern es passiert zwar, es gibt irgendwie einen Mordfall oder man hat das Gefühl, das könnte etwas mit der Vergangenheit zu tun haben. Es kommt dem Fall irgendwie vor 20 Jahren oder wann der auch immer, mhm, war, doch sehr ähnlich, aber das ist halt schon so lange her und man fragt sich, wenn das denn der gleiche Mörder oder Serienkiller war, warum hat er denn so lange dann nichts gemacht? Mhm.
eher seltsam, dass er so lange nicht gemordet hat. Ja. Und es ist eher ein, wir räumen das von damals auf und versuchen es mit dem jetzigen Geschehnissen in Verbindung zu bringen, sofern es denn da überhaupt Verbindung gibt. Mhm. Und blutig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist vielleicht eher, es nimmt einen vielleicht sehr mit, weil es immer um Kinder oder Jugendliche geht, die entführt werden und im Endeffekt getötet werden. Mhm. Und der Killer ist so vorgegangen, dass man immer nur 7 Tage Zeit hat, dieses Kind zu finden. Mhm. Und wenn man es in dieser Zeit nicht schafft, dann wird es halt getötet. Mhm. So, und das ist schon... Ja. Es nimmt einen dann schon ein bisschen mit, auf jeden Fall, weil es halt einfach junge Leute sind oder Kinder, die da ja, einfach aus dem Leben gerissen werden und auch teilweise am helllichten Tag entführt werden. Mhm. Ja, okay. Hört sich auf jeden Fall spannend an, finde ich. Und ich bin sehr... Jetzt freue ich mich darauf, das zu lesen. Unbedingt so bald wie möglich. Ja, mache ich auf jeden Fall. Bei mir habe ich jetzt... Ja, ich hatte ein Buch mir rausgesucht und zwar Todesfrist von Andreas Gruber. Das ist ja der allererste Teil der Reihe und ich habe das 2020 die komplette Reihe gelesen. Up until this point, also ist ja noch nicht alles erschienen. Kann ich nachvollziehen. Ja, das war ja mehr oder weniger eine Empfehlung von dir. Wir waren ja dann auch in dem Kinofilm sozusagen zu so einer Presseveranstaltung, was richtig cool war von der Verfilmung von Todesfrist von Sat.1. Und der Film war sehr gut, aber ich fand das Buch sogar noch besser. Und ich fand auch tatsächlich den Bösewicht oder den Gegenspieler, den Killer aus dem ersten Band wirklich wahnsinnig gut. Die anderen Bände sind auch, fand ich, sehr gut. Mit so ein bisschen Abstufung natürlich. Der eine hat einem mal besser gefallen, der andere mal schlechter oder so. Aber durchweg finde ich die Ermittler richtig toll. Und auch die Antagonisten, also die ganzen Killer, die da auftauchen sozusagen, finde ich auch immer ziemlich cool gemacht. Und gerade der erste, das fand ich richtig intensiv und schon auch ein bisschen blutrünstig, schrägstrich bedrückend, weil auch da kriegt man relativ viel mit von den Opfern, bevor sie sterben. Und auch da ist es so ein Ding von Countdown im Sinne von, die Ermittler müssen versuchen, sie zu finden, sonst sterben sie halt. Also das sind eher so Situationen, in die gebracht werden, wo sie dann nach ein paar Tagen von alleine irgendwie sterben. Ja, aber allgemein, also ich fand die Reihe sehr, sehr empfehlenswert und die Ermittler total witzig und also mal was Besonderes, sage ich jetzt mal, ne? Also da gibt es dann einmal den niederländischen Mastermind irgendwie, also der ist ja weiß und kennt sich komplett gut aus, ist aber, hat so Clusterkopfschmerzen und zieht sich immer Marihuana rein, ist auch total zynisch und irgendwie, ja, fast schon menschenfeindlich in seinen Aussagen. Es kümmert ihn halt einfach alles gar nichts, was irgendwie voll witzig ist. Und dann eben eine junge, enthusiastische und Karriere machen wollende Polizistin, die halt gerne Profilerin werden möchte, was eben der Niederländer auch schon ist. Und ja, die geht irgendwie über Leichen, ne, muss man auch sagen. Also sie setzt sich sehr durch und ob das jetzt den Vorschriften entspricht oder Peng, also das ist dann manchmal ihr auch eher egal. Aber beide super spannend und witzig und irgendwie zum Identifizieren bzw. zum Schmunzeln. Das habe ich dafür ausgewählt. Frage Nummer 2, Vulkanausbruch. Bei diesem Buch hatte ich einen Gefühlsausbruch. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt bei dir. Ich habe relativ lang gebraucht für diese Frage. Ich hatte echt lang überlegt und dann, wie es der Zufall möchte, habe ich ein Buch gehört, also ein Hörbuch gehört, was perfekt passte. Und das just in dem Moment, womit ich gar nicht gerechnet hatte, weil es ist Chaos Walking von Patrick Ness. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, um ehrlich zu sein, dass es etwas sein könnte, wo ich sowas wie einen Gefühlsausbruch haben könnte, weil normalerweise höre ich natürlich oder lese ich sehr viele Krimi und Thriller und um ehrlich zu sein, das nimmt mich da nicht mehr so extrem mit, dass ich irgendwie einen Gefühlsausbruch haben könnte. Ich habe das Gefühl, es müsste eher ein Liebesroman sein oder man verfolgt irgendwie eine Person und die stirbt dann oder so. Ja. Also, dass man da so nah dran ist vielleicht. Mhm. Und das ist aber in diesem Buch jetzt gar nicht der Fall. Mhm. Es ist eher ein Sci-Fi-Fantasy-Buch, wahrscheinlich eher eine Dystopie. Mhm. Soll wohl angeblich am 4.3. dieses Jahres auch ins Kino kommen. Ach. Sofern es denn irgendwie möglich ist. Also ich habe jetzt leider nicht herausfinden können, ob es dann irgendwo anders gezeigt wird. Irgendwie, keine Ahnung, auf einem Streaming-Portal oder so. Aber Kinos werden am Anfang März definitiv noch nicht geöffnet sein. Mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall super gerne sehen, den Film. Und ich möchte gar nicht so viel sagen, warum es mich so mitgenommen hat. Aber ich will nicht spoilern, weil dafür ist es einfach zu gut. Ich kann auf jeden Fall sagen, als Hörbuch ist
der Sprecher David Nathan, und der ist einfach großartig natürlich. Ja. Und der macht das wirklich gut. Es wird aus der Ich-Perspektive erzählt und ich glaube, deswegen ist es so, dass es einen mitnimmt und so nahbar ist. Und es geht auch eher für mich darum, dass es nicht unbedingt einem Menschen schadet, sondern nicht, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Megaspoiler, sondern es geht auch um ein Tier mittendrin und auch das Ende hat mich sehr mitgenommen. Und ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich Tieren dann doch mehr verbunden manchmal, weil sie halt so, die sind so beschützenswert irgendwie. Mhm. Genauso wie kleine Kinder. Und derjenige, der das aus dessen Perspektive das alles geschrieben ist, der ist auch ein Junge, also noch relativ jung. Ich meine, der ist 15. Mhm. Und der ist halt auch noch so naiv und so, ja, beschützenswert irgendwie. Mhm. Und ich glaube, deswegen nimmt es einen so ein bisschen mit. Also mich hat es auf jeden Fall mitgenommen. Ja, also um ein bisschen zu erklären, worum es geht im Buch. Es geht um Todd, der lebt in einem, ja, der ist der letzte Junge in einer Stadt, in Pentestown, nachdem irgendwie Alien auf die Welt gekommen sind und irgendwie so ein Virus verbreitet wurde, gibt es nur noch Männer bei ihm. Mhm. Und er ist quasi so der einzige Junge, der noch nicht zum Mann geworden ist. Mhm. Und die können sich natürlich auch im Endeffekt nicht mehr vermehren. Und es geht da ja auch um den Lärm, der verbreitet wird. Also irgendwie können alle auch die Gedanken der anderen hören. Mhm. Ganz gruselig irgendwie, aber super cool dargestellt in diesem Hörbuch, weil manchmal auch dann die Tonspuren übereinander gelegt werden. Ach, cool. Ja. Also David Nathan spricht dann mehrere Stimmen eben ein und dann ist es so ein Riesendurcheinander und das baut auch eine ganz coole Atmosphäre irgendwie auf. Da bin ich mal gespannt, wie die das als Film lösen. Ich bin auch super gespannt. Also auch die Gefühle von dem Jungen, weiß ich nicht, wie die da dargestellt werden im Film, weil halt aus der Ich-Perspektive das natürlich sehr emotional irgendwie ist. Mhm. Wobei ich dann dachte, so bei Tribute von Panem ist es ja auch ähnlich. Das ist ja auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und da fand ich aber die Filme sehr, sehr gut umgesetzt. Also, das stimmt. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich will gar nicht so viel spoilern zum Inhalt. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören oder ansehen oder eben lesen. Ich habe eh gehört, Patrick Ness schreibt richtig gute Sachen. Habe ich schon mehrfach gehört, dass der verschiedene Titel von ihm irgendwie... irgendwas auch mit so Familienbüchern, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel heißt, irgendwie Wir leben alle in diesem Haus oder Am Ende der Straße oder irgendwie so heißt das, glaube ich, das andere Buch von ihm. Und das da soll es auch so, also ja, auch gefühlsbetont, aber halt wirklich gut geschrieben und so ein bisschen Familiengeschichte technisch irgendwie sein. Also von dem habe ich schon öfter mal gehört, dass der wirklich gute Sachen schreibt. Also ich habe da von ihm, glaube ich, noch nichts anderes gelesen. Das heißt, glaube ich, The Rest of Us Just Live Here oder sowas. Irgendwie so. Okay. Naja, soll aber auf jeden Fall... Kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Also wenn ich da nochmal was finde von ihm, würde ich das auf jeden Fall lesen, weil ich es doch sehr, sehr gut geschrieben fand. Cool. Ja, für was hast du dich denn entschieden? Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden auf nur einen Titel ausnahmsweise hier mal. Und zwar habe ich zum einen genommen einen Mann namens Ove von Frederik Backmann. Ist auch ein großer Augenöffner irgendwie letztes Jahr gewesen. Ich muss sagen, ich war vom Cover immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde, das sieht so typisch aus wie diese, wie heißt denn das nochmal, die Pilgerreise des Harold Fry und so. Also so ein bisschen so... Ist auch, glaube ich, in so im gleichen Zeitraum erschienen tatsächlich. Also das... ich hatte mir was anderes vorgestellt sozusagen, was mich erwartet... Eben auch so ein, also oder anders gesagt, dieses mit dem Harold Fry, das mochte ich nicht so gerne. Das war irgendwie so aufgebläht und dann aber trotzdem irgendwie belanglos, fand ich. Also war ganz nett zu lesen, aber hat mich jetzt irgendwie auch nicht so geflasht, weiß ich nicht. Also das war irgendwie so ein bisschen so eher negativ behaftet. Und deswegen wollte ich das irgendwie lange Zeit gar nicht lesen, aber ich habe dann irgendwann sogar den Film noch vorm Buch geguckt und war da schon sehr berührt. Und ich muss sagen, das Buch nochmal dann zu hören in dem Fall, hat mir noch deutlich mehr Gefühlstiefe einfach gegeben. Es geht hier um eben Ove, den lernen wir kennen als ja wirklich, ja, ich sag mal, so ein alter, verbitterter Mann in so einer Reihenhaussiedlung in Schweden ist. Und der ist halt so voll der Pedant und schikaniert alle Nachbarn und es ist ihm alles so richtiger Grummel. So ein alter, grummeliger Rentner irgendwie. Und er lebt halt allein in seinem Haus und wie gesagt, alles ist ihm, was weiß ich, da fahren irgendwelche Autos durch die Siedlung, das ist verboten, regt er sich auf, dann irgendwie mit den Mülltonnen und dieses und jenes. Also wie man sich das echt so vorstellt von Leuten, die halt einfach nichts Besseres zu tun haben. So.
Und da denkt man erst so, oh Gott, was ist das denn für einer so? Und man versteht gar nicht, wie es dazu gekommen ist so, wie, und warum er in bestimmten Situationen einfach so reagiert, wie er reagiert. Er ist halt super menschenabweisend und so. Und dann platzt eine Nachbarfamilie in sein Leben rein. Besonders die Frau der Familie wächst ihm auch sehr ans Herz. Also die ist einfach total unbekümmert. Die ist, glaube ich, schwanger mit ihrem dritten Kind. Der Mann, der dazu gehört, ist halt total der Trottel eigentlich. Also der stellt sich richtig dumm an bei ganz vielen Sachen. Und dann muss Ove eben immer helfen, weil der ist handwerklich sehr begabt. Und ja, wie gesagt, auch gerade dadurch, dass sie eben hochschwanger ist, kann sie halt in dem Moment nicht viel helfen oder so. Und dann fragt sie ihn immer öfter irgendwie nach Hilfe oder bringt ihm auch mal irgendwie, sie hat, glaube ich, irgendwie persische Wurzeln oder so. Und dann bringt sie ihm immer so Speisen noch vorbei als Dankeschön und so. Und er hat einfach überhaupt gar keinen Bock, er will sich nämlich eigentlich umbringen. So, und dann wird in Rückblenden erzählt, wie es war, als er ein junger Mann war, seine Kindheit ganz kurz umrissen und so weiter. Also man findet dann nach und nach raus, warum er sich überhaupt umbringen möchte und warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und das ist einfach, das zeigt einen so krasses, gefühlvolles Bild von einem Menschen und was einem auch für Scheiß irgendwie im Leben passieren kann und wie man damit trotzdem vielleicht klarkommt. Und also das Ende hat mich wahnsinnig berührt und ich habe die ein oder andere Träne verdrückt. Also ganz, ganz tolles Buch und hat von mir 5 Sterne, bin ich der Meinung, letztes Jahr bekommen und hat dafür gesorgt, dass ich definitiv mehr von Frederik Backmann lesen möchte. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe es auch gelesen. Ja. Und mir ging es ähnlich, obwohl es ja gar nicht eigentlich in meinem Beuteschema ist, also gar nicht in den Genres sich befindet, wo ich normalerweise aktiv lese. Ja. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, warum ich dann dazu gegriffen habe und vor allem, wie ich dazu gekommen bin. Es ist dann auch doch schon ein bisschen her, also als es halt erschienen ist, habe ich es auch direkt gelesen. Und den Film habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Wenn der gut ist, gucke ich den gerne nochmal. Also ich finde, wie gesagt, natürlich ist das Buch tiefer, ne, weil man noch mehr in die Gedanken- und Gefühlswelt eintauchen kann, aber das ist super umgesetzt, finde ich. Und nee, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und also, vielleicht auch nochmal, um das aufzufrischen sozusagen, weißt du? Auf jeden Fall. Also mich hat das Buch auch damals sehr mitgenommen, was heißt mitgenommen, aber man kann sich dann auf jeden Fall sehr in ihn hineinversetzen. Und es ist sehr realitätsnah dadurch. Total. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Das zweite Buch, was ich mir hier rausgepickt habe, habe ich auch erst letztes Jahr gelesen. Irgendwie die meisten Sachen sind noch recht frisch irgendwie von letztem Jahr und das war ja ein wirklich ja umfangreiches Jahr auch für mich. Und zwar Verity von Colleen Hoover. Das Buch haben wir zusammen gekauft, Ramona, bei Thalia. Oh, ich würde so gerne mal wieder zu Thalia und einfach genau wie letztes Mal hinterher einen schönen Cocktail trinken und irgendwie, das war schön. Ja, das war. Erinnere ich mich sehr gern dran zurück. Auf jeden Fall haben wir das da mitgenommen und ich hatte schon viel Gutes darüber gehört, dass es auch irgendwie verstörend auch so ein bisschen ist und wirklich spannend. Und das kann ich so absolut unterzeichnen. Also da geht es um eine junge Autorin, die relativ erfolglos ist und die aber zufällig eine sehr intensive erste Begegnung mit dem Mann einer anderen Schriftstellerin hat, weil nämlich auf dem Weg zum Verlagshaus jemand überfahren wird vor beider Augen sozusagen. Das setzt schon direkt den Ton für das ganze Buch. Also es ist wirklich, das spielt nachher überhaupt gar keine Rolle mehr, dass da jetzt jemand irgendwie auf der Straße Matsch gefahren wurde, aber damit steigt es ein und dann du bist direkt von Seite 1 eigentlich so, was ist da gerade passiert? Total irre. Also sie lernen sich in dieser Ausnahmesituation quasi kennen und dann möchte er gerne, dass sie für seine dazu nicht mehr in der Lage seiende Ehefrau quasi deren Erfolgsromane weiterschreibt. Und sie hat ein bisschen Geldprobleme, deswegen willigt sie ein und kommt dann auch für ein paar Tage zur Recherche quasi in deren Haus. Und es ist tatsächlich so, dass sie, Verity heißt eben die Frau, und die ist quasi, wie nennt man das, nicht Wachkoma-Patient. Also ich glaube, sie kann sie sich bewegen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Also sie kann auf jeden Fall, sie ist da, sie ist wach, aber sie ist nicht ansprechbar oder ähnliches. Ja. Und es ist sowieso relativ gruselig in diesem Haus irgendwie mit eben der Mutter, die dann da rumliegt, sag ich jetzt mal. Dann gibt es noch einen Sohn und dann eben den Vater. Und sie vergräbt sich quasi, also sie will so reinkommen in den Schreibstil, in das Gedankenbild und so und liest sich halt alle möglichen, nicht nur die Romane durch, sondern auch guckt sich so in den Aufzeichnungen von der um quasi. Während sie das tut, findet sie das Tagebuch von der Verity und zwar wirklich so gut versteckt, dass ihr Mann das eigentlich nicht gesehen und gelesen haben kann.
Und da stehen ziemlich verstörende Dinge drin. Also da steht unter anderem eben, ne, wie die sich kennengelernt haben und dann aber auch die große Tragödie, die eben die Zwillingstöchter des Paares befallen haben. Und das wird alles so nach und nach auf zwei Zeitschienen sozusagen enthüllt und man fliegt durch die Seiten, weil man sofort wissen will, was diese Frau alles irgendwie geschrieben hat und was da noch irgendwie rauskommt und ans Licht kommt. Das ist wirklich total verstörend. Und dann kriegst du nochmal so einen Twist und dann bist du völlig durch. Also das ist wirklich, das war jetzt eher nicht Gefühlsausbruch im Sinne von, oh, es ist so traurig oder so, sondern einfach nur so total geschockt und wow, krass. Also man ist einfach in dem Moment erstmal Weltbild zerstört irgendwie. Also es hatte auch Schwächen. Ich glaube, ich habe dem 4 Sterne oder so gegeben, weil es so sehr sexuell war und sehr viele... Okay. Ich sag mal, auch so ein bisschen übertriebene Szenen. Irgendwie beißt sie dann in das Kopfteil also so nach dem Motto, beide beißen beim Sex irgendwie ins Kopfteil von diesem Scheißbett. Das fand ich irgendwie total komisch. Das hat für mich irgendwie auch nicht so richtig reingehört. Aber wie gesagt, es wechselt sich halt auch mit so ein paar sehr expliziten Sexszenen eben ab, aus dem Tagebuch beispielsweise. Und das ist einfach, aber es ist wirklich sehr, sehr schnell zu lesen, super, weil es einfach so super spannend ist, man will sofort wissen, was weiter passiert und zum Schluss gibt es auch, glaube ich, viel Stoff zum Nachdenken und zum Diskutieren, wie man selber gehandelt hätte in der Situation und auch, ja, mehr sage ich jetzt dazu nicht, sonst wird es spoilern, also es ist echt, echt krass gewesen, fand ich. Ah, steht auf jeden Fall auf meiner BookBeat-Hörliste. Ja. Und auch relativ weit oben. Das heißt, wenn ich damit durch bin, können wir gerne darüber diskutieren. Sehr gerne, ja. Okay, super. Sag Bescheid. So, Frage Nummer 3. Parksouvenir. Das habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Was war das denn bei dir? Ich musste erstmal lange überlegen, weil ich das letzte Mal im Urlaub war. Dank Corona ist das letztes Jahr ja komplett ausgefallen. Und da musste ich wirklich überlegen. Mhm. Und dachte, ja, vor allem ist es auch oft so, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich mir dann vorher ein Buch kaufe oder eins von zu Hause mitnehme, was ich dann dort lese. Aber selten eins, was ich wirklich im Urlaub kaufe. Mhm. Jetzt habe ich mich für eins entschieden, das habe ich 2019 im Oktober gekauft. Mhm. Und zwar in Köln. Das war allerdings kein wirklicher Urlaub in dem Sinne, sondern es war eigentlich eher ein bisschen beruflich, sogar mit einer Freundin, Schrägstrich, Arbeitskollegin, war ich auf den Social Media Marketing Days. Mhm. Und ich bin mit ihr zusammen hingefahren, aber alleine zurück. Mhm. Und da ich auf dem Hinweg kein Buch brauchte, weil ich ja mich mit ihr unterhalten konnte, hatte ich keins dabei und dachte, auf dem Rückweg wäre jetzt ein Buch ganz cool. Und habe entsprechend dann mir ein Buch gekauft. Also es war nicht wirklich im Urlaub, sondern eher auf der Rückreise. Aber ja, ich finde, das zählt trotzdem. Ja, finde ich auch. Und ich wollte auch keins haben, was jetzt so ewig in der Vergangenheit lag. So das der Kauf. Deswegen dachte ich, okay, Oktober 2019 ist okay. Und deswegen habe ich mich für Kassadin 1 jenseits der Goldenen Brücke von Julia Dippel entschieden. Cool. Das ist auch sogar, ich glaube, just in dem Moment erschienen, also wirklich, ich glaube, eine Woche vorher oder so. Das passte wirklich gut, weil ich sowieso schon so ein bisschen drauf gegeiert hatte. Ich wollte gerade fragen, hattest du das schon vorher auf dem Radar oder war das so ein typischer Coverkauf, beziehungsweise man geht rein und hat irgendwie liest sich das durch und denkt so, ach ja, das nehme ich mal mit. Beides. Also ich hatte schon auf dem Schirm, dass es rausgekommen ist. Mhm. Und dass die ersten Rezensionen, die da irgendwie eine Woche vorher erschienen sind, ich denke mal durch Rezensionsexemplare oder so, alle durch die Bank weg positiv waren. Mhm. Und Julia Dippel hat ja auch noch diese Izarra-Reihe rausgebracht, die auch total gelobt wurde, die ich aber vorher nicht gelesen hatte. Mhm. Und dachte, naja gut, dann starte ich jetzt mal mit dieser Reihe, weil die anderen, da gibt es irgendwie schon 5 Bände von. Greife ich mal dazu, wenn das so gelobt wird, kann es ja jetzt nicht schlecht sein. Mhm. Und ich habe dann gleich natürlich dann im Zug angefangen zu lesen und ich muss wirklich sagen, es war ein Page-Turner. Mhm. Also dafür, dass mich in letzter Zeit eigentlich nicht so viele Fantasy-Bücher gecatcht haben, war das doch mal wieder eine Ausnahme, muss ich ehrlich sagen. Also es geht um Amaya, sie ist gerade 16 geworden, zum 8. Mal. Das heißt, ihre Familie oder ja, ihre Geschwister und sie altern relativ langsam. Mhm. Und sie müssen halt wie so Vampire quasi immer wieder neue Identitäten schaffen und das so ein bisschen vertuschen, dass sie halt zwar so jung aussieht, aber eigentlich gar nicht so jung ist. Okay. Und alle ihre Geschwister, ich glaube, sie hat 5, sehen ihr überhaupt nicht ähnlich und irgendwie ist diese Familienkonstellation auch ein bisschen komisch und sie ahnen auch irgendwie schon, dass ihre Eltern auch nicht wirklich ihre Eltern sind. Mhm.
weil die auch eigentlich gar nicht, also wie gesagt, die, keiner ähnelt dem anderen. Mhm. Und im Endeffekt passiert es dann, dass sie von, ja, von fremden Leuten plötzlich entführt werden, ihre Eltern werden getötet. Also ich kann das jetzt auf jeden Fall relativ früh sagen, weil das eigentlich so am Anfang des Buches eigentlich schon passiert. Mhm. Man wird da total reingeworfen, yeah, und sie werden in eine andere Welt entführt. Mhm. Und zwar nämlich nach Kassadim. Mhm. Und ja, da startet dann die Geschichte eigentlich wirklich. Nämlich es wird aufgearbeitet, wer sie denn jetzt eigentlich ist, warum und wie sie denn in die Menschenwelt gekommen ist und was Kassadim eigentlich ist. Mhm. Und es ist wirklich ziemlich spannend, muss ich sagen. Der Schreibstil ist super und auch die ganze Welt ist wirklich toll. Und ich kann es empfehlen auf jeden Fall. Und ich lese gerade den zweiten Band. Der ist nämlich auch relativ frisch erschienen, nämlich Ende Dezember war das, jetzt cool. 2020. Ja, da warte ich noch ab, bis alle drei Bände da sind und dann lese ich sie auch sehr gerne, weil das hört sich super spannend an. Und ich finde, es hört sich auch ein ganz kleines bisschen an wie ein Buchzwilling zu Das unsichtbare Leben der Addie LaRue. Ich weiß nicht, ob du das auch, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, dass ich das als Rezensionsexemplar angefragt hatte. Ja. Und ich bin auch der Meinung, das ist aber auch dieses Jahr, kommt das nur in einer Taschenbuch- oder broschierten Form oder sowas raus. Das ist also schon, das existiert schon, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist jetzt nur nicht der allgemeine Launch sozusagen oder Veröffentlichung, sondern halt nur von einem anderen Format. Und zwar geht das da um eine junge Frau, die einen Pakt mit dem Teufel schließt und dann ewig lebt und auch, ich glaube, das Alter nicht verändert, dafür aber von niemandem wahrgenommen wird. Also sie lebt ewig, aber sie hinterlässt keinen Eindruck in der Welt sozusagen. Und das geht ein paar Jahrhunderte ganz gut und dann kriegt sie irgendwie voll den Rappel, weil auf Dauer ist das halt auch scheiße, wenn du halt mit niemandem sprichst oder es erinnert sich keiner mehr an dich hinterher so, egal was du tust. Und dann gibt's aber einen Mann, der das dann trotzdem irgendwie kann oder sowas. Und das soll auch super, super gut sein. Also ich sag mal, von so zwei, drei Aspekten hört sich das jetzt recht ähnlich an. Ich bin gespannt, wenn du als Rezensionsexemplar hast und es lesen solltest, freue ich mich sehr auf deine Meinung dazu. Ja, sehr gerne. Ja, bei mir ist es Honigtod von Hanni Münzer. Das ist ein, also ich weiß gar nicht genau, worum es geht, weil ich es halt noch nicht gelesen habe tatsächlich. Also ich kann gleich mal den Klappentext irgendwie vorlesen. Das ist eine Empfehlung gewesen von einer YouTuberin, der ich momentan sehr gerne folge. Und die hat das wirklich ganz, ganz hoch gelobt. Das soll super gut sein und soll so ein bisschen auch, also es ist eher mit einem historischen Touch. Es geht nämlich um Menschen im Zweiten Weltkrieg. Ich lese mal gerade vor. Als sich die junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes Geheimnis ihrer Familiengeschichte. Ihre Nachforschungen führen sie zurück in das dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit und zum dramatischen Schicksal ihrer Urgroßmutter Elisabeth und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne umfing beide Frauen und warf über Generationen einen Schatten auf Felicitys eigenes Leben. Das ist auch irgendwie ein Auftakt von einer Reihe. Keine Ahnung, wie viele Bände das da geben soll. Aber ja, hat sehr gute Bewertungen eigentlich durchweg überall und lese ich ja auch manchmal ganz gerne. So ein bisschen Zweiter Weltkrieg-Geschichten finde ich auch immer ganz spannend eigentlich. Und das habe ich in Waren an der Müritz gekauft. Da waren wir nämlich 2020 im Urlaub und haben dort in wirklich einer ganz kleinen Ferienwohnung, die privat vermittelt war, quasi gewohnt. Und ach, das war total kurios irgendwie. Wir sind halt durch Corona auch, mussten wir relativ spontan entscheiden. Wir wollten gerne an die Mecklenburger Seenplatte. Und sind dann quasi, wie gesagt, dort gelandet. Das war super günstig. Auch sehr, sehr schön, muss man auch sagen. Und die Frau hatte auch, also irgendwie gefühlt in diesem winzigen Dorf, wo wir da waren, hatte jeder irgendwie Hühner und dann konnte man dort irgendwie jeden Morgen Eier frisch kaufen. Also das war wirklich ganz, ganz charmant. Und ja, wir haben das ganz viel genutzt, um irgendwie zu wandern und so. Und uns die Seenplatte anzugucken. Und dann waren wir einen Tag eben in Waren an der Müritz. Das war so auch das nächstgelegene größere Städtchen. Und da standen wir gerade im Grunde an zum Fischbrötchen kaufen, die dort auch sehr, sehr lecker sind. Und dann sehe ich so einen Hinterhof und da war irgendwie so ein Schild, ja, großer oder Flohmarkt, privater Flohmarkt oder sowas. Ich sage, boah, da möchte ich auch mal hingucken gehen. So, und was war es? Waren eigentlich größtenteils, oder Bücherflohmarkt oder so stand da, glaube ich, sogar. Und es waren wirklich auch, ja, eigentlich nur Bücher. Und dort habe ich das gefunden für 3 Euro. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich zuschlagen. Ja, und habe das dann einfach mal spontan mitgebracht, obwohl der Sub ja eigentlich abgebaut werden soll. Ich habe mir gedacht, ein Buch können wir uns hier mal gönnen. Gerade wo das irgendwie so hochgelobt war und recht günstig zu kriegen war. Und seitdem steht es hier. Ich muss sagen, Honigtod steht auch auf meiner
To-Read-Liste, lustigerweise, obwohl cool. es gar nicht mein Genre ist. Ja. Was daran liegt, dass es das als Audible Originals als Hörspiel gibt. Ah. Und ich bin ja so ein Hörspiel-Fan und höre da eigentlich alles durch die Bank weg, egal was es ist, ja. würde ich fast sagen. Und das hat einfach auch wirklich sehr gute Bewertung. Und ich glaube, als normales Buch würde ich es nicht lesen, weil es nicht mein Genre ist, aber als Hörspiel klingt es halt wieder spannend. Deswegen, ja, könnte es sein, dass ich das dieses Jahr doch hören werde. Na, dann werde ich auf jeden Fall, danke für den Tipp, ich glaube, dann würde ich das vielleicht noch nachträglich oder so nochmal dazu ja. hören. Finde ich immer ganz cool, ja. Cool. Frage Nummer 4, Fütterung. Zeige ein Buch mit einem besonders leckerem Inhalt. Was hast du da ausgewählt? Ja, ganz klassisch ein Kochbuch, weil mir einfach kein anderes Buch eingefallen ist. Ja. Und zwar habe ich mich für Asien vegetarisch von Mera Soda entschieden. Aha. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen, jetzt 2020, vom Onkel meines Mannes. Mhm. Er hatte irgendwie auf dem Schirm, dass ich seit einem Jahr vegetarisch lebe. Mhm. Und dachte sich, er macht uns eine kleine Freude und hat uns das per Post tatsächlich geschickt. Cool. Und es ist wirklich richtig, richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Wir haben da schon so viele tolle Gerichte draus gekocht, mit Soba-Nudeln, also wirklich coolen Gerichten, Udon-Nudeln zum Beispiel auch, mit denen wir vorher noch nicht so gekocht haben. Klar, so Glasnudeln und so klassisches kocht man doch schon öfter mal. Mhm. Aber so, dass man wirklich auch im Asiamarkt einkaufen gehen muss eigentlich, mhm. weil viele Sachen bekommt man sonst einfach auch gar nicht. Ja. Hab da auch tolle Gemüsesorten, jetzt wie zum Beispiel Topinambur, erkannt für mich, dass mhm. das etwas ist, was man auf jeden Fall auch als Fleischersatz nutzen kann. Mhm. Sehr viel natürlich auch mit Tofu, auch mit Seitan. Aber auf jeden Fall sehr, sehr coole und spezielle Gerichte, also nicht so 0815. Und ich würde auch sagen, die sind definitiv auch ja, so asiatisch, wie es ein richtiger Asiate wohl auch kochen würde. Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr gut. Das hört sich sehr lecker an. Hast du auch ein Kochbuch genommen oder hast du ein anderes Buch genommen? Ich habe diesmal kein Kochbuch genommen, sondern ich hatte auch wiederum Ende, glaube ich, sogar 2020 was gelesen, was mir da auch wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen hat. Und zwar Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barreau. Ist eigentlich Schnulze, eine reine Schnulze, aber da geht es irgendwie um eine Restaurantbesitzerin und die kocht eben auch zwischendurch öfter mal und man geht so richtig auf in so einer typisch französischen Küche, was irgendwie mit viel Wein und ewig geschmort und hört sie sich alles super, super lecker an und tatsächlich gab es sogar hinten drin noch irgendwie das Lammgericht, was sie zubereitet als Rezept. Und auch, glaube ich, so Crêpe Suzette oder so hatte sie, glaube ich, dann als Nachtisch gemacht, also mit so einer Orangenlikör-Geschichte, die man irgendwie noch anzündet und weiß der Kuckuck was. Und diese, also es waren irgendwie drei, vier Rezepte hinten drin noch. Und auch einen sehr leckeren Feldsalat-Vorspeise, irgendwie, meine ich mich auch zu erinnern. Ja, wie gesagt, das kam so am Rande im Buch vor und dann so die letzten drei Seiten habe ich mich echt, also war ich total überrascht, standen dann die Rezepte da noch davon. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht. Ja, so ein nettes Add-on irgendwie, ne? Also richtig cool. Ja, das fand ich echt gut. Frage Nummer 5. Dschungel. Zeige ein Buch, in dem Bäume eine Rolle spielen. Das sind so total die random Fragen teilweise. Was ist dir dabei eingefallen? Oh, das war auch super, super schwer. Ich glaube, ich hatte so ein paar Bücher im Hinterkopf, wo irgendwie ein Baum vielleicht eine Rolle spielt, aber die sind auch schon, keine Ahnung, ewig auf meiner Leseliste gewesen und nicht mehr so richtig aktuell. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich lieber eins, was gerade irgendwie erschienen ist und mhm. halbwegs aktuell ist. Und zwar im Dezember 2020 ist Der Mädchenwald von Sam Lloyd erschienen. Mhm. Und das Buch habe ich jetzt auch gerade erst vor kurzem beendet. Naja, also im Titel wird schon von Wald geredet. Im Grunde geht es, ja, der Wald spielt schon so eine, irgendwo schon eine Rolle, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, dieser Baum ist jetzt super wichtig. Mhm. Also es gibt Bäume, die haben für den Jungen, um den es hier geht, in dem Buch schon eine große Bedeutung, mhm. aber ich glaube, die kennt sonst keiner wirklich. Also für ihn sind das so Erinnerungen noch teilweise an bestimmte Personen. Okay. Ohne zu viel zu spoilern. Mhm. Auf jeden Fall, es geht um Elijah und der lebt irgendwie abgeschieden mit seiner Familie in so einem Waldstück und auch in so einem total runtergekommenen Bruchbude mit seinen Eltern und mit seinem Bruder zusammen. Und da gibt es noch so eine weitere Hütte, wo immer mal wieder wohl Mädchen
gefangen gehalten werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist alles so ein bisschen dubios und auch ein bisschen komisch, weil man es auch so teilweise aus seiner Perspektive sieht und er ja auch sehr kindlich irgendwo ist. Mhm. Er ist halt ein Junge. Mhm. Kann man erstmal jedenfalls davon ausgehen, dass er das alles ein bisschen naiv schildert. Mhm. So. Mhm. Und da ist ein Mädchen gefangen, das nennt sich Elissa und er nennt sie aber immer Gretel und er ist so ihr Hänsel. Okay. Er freundet sich mit ihr an, obwohl sie da eigentlich gefangen ist in diesem Mädchenwald. Also das hört sich gruselig an. Ja, und man hat das Gefühl, er versteht die Lage nicht so ganz, dass sie eigentlich da gefangen ist und er eigentlich ihr helfen könnte. Ja. Und baut mit der dann immer so eine Freundschaft auf. Aber es ist auf jeden Fall ja doch sehr gruselig und es gibt doch mehrere Plot-Twists, würde ich jetzt mal sagen, die das ganze Buch dann nochmal aus einer anderen Perspektive dann erscheinen lässt. Also ist auf jeden Fall einer von den Thrillern, die ich doch empfehlen kann, weil es nochmal ein bisschen anders ist auf jeden Fall. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ja, für cool. Was hast du dich entschieden? Ja, auch wieder was relativ frisch einfach im Kopf ist. Das ist tatsächlich eine Reihe, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, los, lest das sofort. Ich fand die nämlich stellenweise sehr gut und stellenweise irgendwie so meh. Und zwar die Legende der Wächter von Catherine Lasky. Da hatte ich die ersten 5 Hörbücher aus der, ich glaube, 16-teiligen Reihe. Hatte ich hier, das sind halt eher so Kinderbücher, sage ich jetzt mal. Und da geht es um eine Eule. Und die Eule heißt Soren und die begleitet man quasi auf ihrem Lebensweg. Und das ist auch ein ganz heroischer Lebensweg, denn es geht schon relativ dramatisch los. Er ist eigentlich in einem guten Elternhaus quasi geboren und aufgewachsen oder ist gerade im Aufwachsen begriffen. Wirklich auch liebevolle Eltern und so weiter. Und dann wird er halt eines Tages aus dem Nest gestoßen oder fällt aus dem Nest. Und das ist oftmals für Eulenbabys quasi der Todesstoß, weil eben Räuber auf der Erde sind. Also es hat immer so ein bisschen, es hat diesen fantastischen Anteil, dass die eben miteinander reden und dass da Gefühle sind und etc. pp. Und dass da fast schon wie so Eulengesellschaften existieren. Gleichzeitig hat es aber sehr, ich sag mal, wissenschaftlich fundierte Sachen auch mit dabei. Also da wird dann irgendwie erzählt, dass Eulen einen anderen Magen haben als beispielsweise Möwen und dass sie deswegen eben dieses Gewölle hervorwürgen und so weiter und so fort. Also so verschiedene Sachen, die einem auch wirklich erklärt werden. Also was halt für Kinder eigentlich ganz cool ist, weil sie da was mit lernen können. Aber wie gesagt, so allgemein, es gab echt ein paar, schon in den 5 ersten sozusagen ein paar echt schwächelnde Bände und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nö, das muss ich mir jetzt nicht noch für 11 weitere Bände hier irgendwie reinziehen. Aber da spielt eben ein ganz bestimmter Baum eine große Rolle und zwar ist das der große Gahul-Baum und der, also die Gahuls oder der Orden der Gahuls sind quasi wie so Tempelritter oder also wie so ein Ritterorden der Eulen sozusagen und die beschützen die Wehrlosen und kämpfen für die gute Sache sozusagen. Und da ihm gleich zu Anfang seines Lebens relativ viel Mist passiert, ist eigentlich sein großes Ziel, zu diesem Gahul-Baum zu kommen und eben sich den Wächtern anzuschließen vom Gahul-Baum. Und deswegen spielt er eine super prominente Rolle in dem ganzen in der ganzen Reihe, denke ich mal. Ja, also die Reihe ist ja vor allem deswegen empfehlenswert, einfach weil sie von Stefan Kaminski gelesen wird. Also ich finde, der macht das großartig und es gibt ja auch die, ich weiß nicht, ob es die Reihe gibt, aber auf jeden Fall mindestens einen Film dazu, oder? Also ich bin mir nicht so 100%. Ja, ja. Aber einen Film meine ich gesehen zu haben. Ob das da mehrere gibt, weiß ich nicht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr niedlich. Du warst gerade irgendwie weg bei mir. Okay, ja, kein Problem. War der Film animiert? Ja, der ist animiert. Ja. Okay. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass es da was gibt, aber habe ich mir dann auch nicht mehr angeguckt. Ich bin sicher, wahrscheinlich haben sie innerhalb von einem Film mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie abgefrühstückt, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, ja. Frage Nummer 6. Brontosaurus, ein Buch, das mich zum Staunen gebracht hat. Ach, das war auch wieder sehr, sehr schwer, weil ja so normale Bücher bringen mich eher nicht zum Staunen, in dem Sinn, dass es mich irgendwie mega beeindruckt oder so. Dann muss der Schreibstil zum Beispiel schon richtig gut gewesen sein, sondern deswegen habe ich mich für ein Sachbuch mehr oder weniger entschieden. Mhm. Und zwar Wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer, glaube ich, heißt er. Mhm. Das hat mich doch nochmal beeindruckt. Ich habe es gelesen in meiner Anfangsphase, als ich
ja, mich für den Weg als Vegetarierin entschieden hatte. Mhm. Und das hat mich dann auf jeden Fall nochmal in diesem Weg bestärkt, mhm, einfach weil man dann nochmal so Fakten um die Ohren gehauen bekommt, ja, warum man auf jeden Fall den CO2-Ausstoß und den Methangasproduzenten irgendwie mal den Kampf ansagen sollte und mhm, wie jeder das eigentlich hinbekommt. Also der Untertitel des Buches ist, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können. Mhm. Und es geht da halt vor allem darum, wie halt gerade so die Fleischproduktion eben an der Umwelt- oder Klimaverschmutzung eben, ja, welchen großen Anteil die da dran hat. Mhm. Und dass man einfach auf tierische Produkte nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir jetzt alle verzichten sollten, mhm, aber dass man es einfach reduziert und bewusster einfach ist, auch bewusster mit seinen Lebensmitteln umgeht und doch einfach nochmal ein bisschen einen vor Augen geführt, wie krass diese großen Tierfarmen, also vor allem in den USA, davon redet er halt vor allem, mhm, sind. Und das war schon krass, diese Dimension einfach nochmal, mhm, zu vor Augen geführt zu bekommen. Mhm. Und das hat mich dann schon ziemlich beeindruckt auf jeden Fall. Also ich glaube, halt in den USA ist es nochmal einfach ein Stück noch krasser als, mhm, einfach in Deutschland. Mhm. Und das ist für uns dann doch nicht ganz so greifbar manchmal, mhm, wie krass da einfach diese Tierfarmen sind. Ja. Das hat mich dann doch nochmal zum Staunen gebracht und ist es, glaube ich, auch für jeden, der sich ein bisschen mit der Klimathematik befasst und vielleicht auch mit bewusster Ernährung oder so, definitiv ein Buch, was man sich in der Phase, wenn man sich da ein bisschen umorientieren möchte, auch auf jeden Fall mal anhören oder lesen sollte. Ja, hört sich interessant an. Was hat dich denn so zum Staunen gebracht? Da habe ich wirklich eine ganz olle Kamelle ausgegraben, und zwar die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Das habe ich vor etlichen Jahren mal gelesen und fand das wahnsinnig faszinierend. Er verwebt da ja irgendwie die Geschichte von Alexander von Humboldt mit, oh Gott, jetzt weiß ich gerade den zweiten gar nicht mehr. Der war, glaube ich, irgendwie dieser Forscher, der wirklich rausgegangen ist, die Welt vermessen hat, wie der Titel schon sagt, also sich da Krankheiten irgendwie in Südamerika geholt hat und weiß der Kuckuck was, also der war sein ganzes Leben nur auf Achse. Und dann, glaube ich, Gauss, ne? Zweiten Wissenschaftler auch aus Deutschland quasi auch mit untersucht oder mit geschildert. Ich bin der Meinung, es war Gauss, und der ist ja Mathematiker gewesen, und der ist halt aus seinem Städtchen quasi gar nicht erst rausgekommen. Also krasser Gegenentwurf sozusagen zweier Leben, beide für die Wissenschaft gelebt, der eine sehr theoretisch, der andere super praktisch. Und es war einfach sehr gut geschrieben, es war ja so ein bisschen augenöffnend irgendwie, also man hat nochmal irgendwie was gelernt quasi, und das hat mich auch ja zum Staunen gebracht, einfach wie unterschiedlich Wissenschaftler vorgegangen sind zu ihrer Zeit und dass trotzdem so weltverändernde und nachhaltig wirkende Sachen irgendwie dabei rausgekommen sind. Das fand ich sehr, sehr ja, imposant. Ja, ich habe, glaube ich, den Film, das heißt vor kurzem, aber mhm, jetzt ist es jetzt nicht allzu lange her, mal wieder gesehen. Mhm. Oder reingesetzt, ich weiß nicht, ob es irgendwie im Fernsehen lief. Wie gesagt, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, mhm, aber nicht so lange, wie das Buch her ist in meinem Kopf. Also ich weiß, dass ich es auf jeden Fall auch gelesen habe, aber es ist halt auch echt schon ewig hier. Ja, kann ich nachvollziehen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Frage Nummer 7, Jagdtrophäe. Das ist mein schönstes oder besonderstes Buch. Da haben wir das Gleiche, ne? Ja, nämlich Illuminé von J. Christoph und Annie Kaufmann. So ein schönes Buch. Das ist wirklich wunderschön. Also ich, ohne irgendwie über den Inhalt großartig zu reden, ist es halt einfach so faszinierend toll, einfach da durchzublättern. Ja. Einfach diese unterschiedlichen Stilmixe, also einmal aus Protokollen, irgendwelche Chatverläufe, dann irgendwelche Zeichnungen, die da noch mit drin sind, Illustrationen. Also das ist wirklich ganz toller Mix und super illustriert. Wunderschönes Buch auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also gerade, was, wo ich mich noch dran erinnern kann, also es ist ein Sci-Fi-Roman, der im Jugendbuchbereich, glaube ich, angesiedelt ist, wo es eben, mhm, darum geht, dass ein Planet überfallen wird und die Jugendlichen, die sich
eben noch in der Schule befunden haben, auf einmal auf, also nicht nur die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, fliehen auf drei verschiedenen Schiffen und werden aber verfolgt von den Angreifern, die eben diese, das war so ein, ich glaube, das war so eine Art Minenplanet, ne, wo die irgendwie so einen Rohstoff gewonnen haben, der total wertvoll und wichtig irgendwie ist. Und dann werden, also es soll keine Überlebenden geben und dann entspinnt ein wahnsinnig spannender Wettkampf oder Wettlauf mit diesen Verfolgern, der auch nochmal viele Leben kostet. Und es gibt unter anderem dann ein Scharmützel im All, sag ich jetzt mal. Und dann sind da wirklich, also die Gedanken der Soldaten, kann mich noch daran erinnern, dass es, die gesamte Seite ist schwarz und dann sind diese Gedanken kreuz und quer, so wie die Fighter fliegen, sozusagen, sind denn die Gedanken von den Piloten als weiße Schrift quasi dann auf diesem Hintergrund. Also solche Spielereien einfach, die sind wahnsinnig schön. Und ich weiß noch, ich habe das meiner Schwester ausgeliehen und sie hat es im Sommerurlaub aus Versehen, sie oder ihr Freund, ich weiß gar nicht genau, im Pool versenkt. Und dann war es echt so, möchtest du das nochmal neu haben? Ja. Weil das so voller Wasserflecken dann auf einmal war. Und ich war so, ja bitte, ich möchte mein Buch zurück. Ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und auch super spannend. Ich muss sagen, den zweiten Band fand ich von den Personen irgendwie rückwirkend betrachtend noch cooler, noch besser. Ja, ja, ich auch, tatsächlich. Und leider den dritten habe ich immer noch nicht gelesen, weil er halt leider nicht mehr, so wie ich das verstanden habe, auf Deutsch übersetzt wird. Der war erst angekündigt, aber ich glaube, die haben sich ja nicht so gut verkauft, wie es sein sollte wahrscheinlich. Was super schade ist. Ja, ich denke mal, dass es auch super aufwendig ist, das zu übersetzen. Also ja. Weil es einfach auch Zeichnungen sind, wo dann was reingeschrieben werden muss oder es muss dann halt wegretuschiert werden, da es dann auf Deutsch übersetzt werden. Ich glaube, das ist ein super mega Aufwand. Das glaube ich auch, ja. Und vielleicht hat sich das deswegen nicht gelohnt, aber ich habe das englische Original vom dritten Band hier bei mir im Regal stehen. Oh, schön. Und eigentlich wollte ich es schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres irgendwann lesen. Ich habe gesagt, naja, ich kann es ja in den Weihnachtsferien irgendwie lesen. Mhm. Aber das hat mich dann total zerschlagen, weil wie meine Weihnachtsferien so voll irgendwie mit Terminen waren und die so schnell rumgegangen sind, wie es halt immer so ist, dass ich dann gedacht habe, nee, okay, dann spare ich mir das mal für den nächsten Urlaub auf, weil ich glaube, da muss ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach um das zu genießen, um diese tollen Illustrationen wirken zu lassen und das möchte ich nicht einfach mal so nebenbei lesen. Deswegen ja, ich glaube, ich würde auch tatsächlich, bevor ich Band 3 lese, würde ich wahrscheinlich Band 1 und 2 nochmal zumindest quer lesen, ob komplett, aber es geht auch eigentlich relativ schnell, dadurch, dass das so locker gesetzt ist und immer wieder diese unterschiedlichen Aufmachungsarten hat, geht das auch richtig schnell, obwohl die relativ dick sind, fliegt man da recht gut durch, finde ich. Total, also das ist ein Page-Turner ohne Ende, auf jeden Fall. Frage Nummer 8. Dino-Skelett. Zeige ein Buch mit einer Geschichte aus vergangenen Zeiten. Was hast du dort gewählt? Ach, das war auch nicht so leicht. was daran liegt, dass ich nicht so viele historische Romane lese. Mhm. Aber dafür ein paar historische Krimis. Mhm. Und da habe ich mich jetzt für 1793 von Niklas Natt-Otak entschieden. Mhm. Das ist ein schwedischer Krimi. Und es geht um zwei besondere Ermittler, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar einmal um einen Juristen, der sich irgendwie da so reinhängt in seine Fälle, der aber eigentlich kein Kriminologe ist. Ja. Und dann einen ein bisschen bärbeißigen Kriegsveteran, der auch schon, der im Krieg seine eine Hand verloren hat und jetzt nur so eine Holzhand hat. Mhm. Und die haben sich irgendwie zusammengetan. Passen überhaupt nicht zusammen, die beiden. Aber irgendwie klappt es total gut. Mhm. Und die müssen dann halt sehr mysteriöse oder auch blutrünstige Morde aufklären. Und das ist halt nun alles um 1793 in Schweden und es ist irgendwie eine ganz coole Atmosphäre. Ich musste bei den einen an diesen bärbeißigen, ich nenne ihn jetzt mal Detektiv, irgendwie ein bisschen an Cameron Strike denken, weil der ja auch ein Bein in dem Sinne dann verloren hat und der andere eben einen Arm, aber irgendwie sind sie vom Charakter ein bisschen ähnlich. Ja. Also auch so ein bisschen rauer, ein bisschen, irgendwie musste ich immer an ihn denken auf jeden Fall und der andere ist halt eher so das Gegenteil, so sehr, sehr clean, so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. Mhm. Die passen aber ganz großartig zusammen und es gibt auch noch einen Folgeband, den ich auch schon gelesen habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer eher so auf historische Krimis steht. Finde ich sehr, sehr cool.
Für was hast du dich entschieden? Ich glaube, für ein Buch, was ich auch gelesen habe. Ja, ich glaube auch. Und zwar Das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz. Auch das ist was ich relativ, also noch nicht lange her, dass ich es gehört habe. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, weil es den Schreibstil von Sir Arthur Conan Doyle sehr gut kopiert hat. Also ich habe mich total darin verloren. Ich hatte ja irgendwann mal diese große Sherlock-Holmes-Sammlung gelesen oder gehört. Und ich fand von der Tonalität, vom Stil, es war wirklich, als würde Arthur Conan Doyle das weiterschreiben. Und das ist quasi ein verlorener Fall von Sherlock Holmes, also im gleichen Stil und auch von der Auflösung und so auch relativ ähnlich gehandhabt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das habe ich, wie gesagt, letztes Jahr gelesen und das bringt auch so diese Ära ganz gut rüber, ne? Also das zeitliche Setting strahlt hier aus jedem Satz und das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, dem habe ich 5 Sterne letztes Jahr gegeben. Und wer, ja, auch, das ist ja im Grunde auch so eine Art historischer Krimi, wenn man so möchte. Ja. Wer da drauf steht, der sollte das auf jeden Fall mal anlesen. Und auch die Original-Sherlock Holmes, die sind wirklich großartig. Ja, ich habe das Buch auch gehört damals. Es ist halt auch schon ein bisschen länger her bei mir. Und ich bin auch der Meinung, ich habe dir das Buch dann empfohlen. Ja, und ich weiß auf jeden Fall, dass es mir sehr gut gefallen hat. Es ist halt jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich fand auch den Schreibstil sehr, sehr gut. Also es war wirklich, wirklich sehr Sherlock Holmes-mäßig und konnte man auch, es war relativ kurz, man konnte es ziemlich gut weghören. Es war sehr spannend. Das stimmt. So, die letzte Frage. Velociraptor, zeige ein Buch, in dem gejagt wird. Bei dir ist es sogar schon im Titel drin, oder? Ja, und zwar Die letzte Jagd von Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, den kennt man zum Beispiel von den purpurnen Flüssen. Habe ich letztes Jahr erst gelesen, witzig. Sehr cooler Zufall. Ja, aber ich glaube, das ist so eines der bekanntesten von ihm, denke ich mal. Ich mag es eigentlich ganz gerne ab und zu mal so einen französischen Krimi zu lesen. Ja. Habe auch relativ viele schon von ihm gelesen, interessanterweise. Dieses Mal war es allerdings ein Hörbuch. Das ist jetzt 2020 auch erschienen. Ich glaube sogar Ende des Jahres. Also es ist auch schon gar nicht so lange hier. Ich habe echt ganz schön viele aktuelle gerade auf der Liste. Und es passte eigentlich perfekt. Also weil da wirklich, es geht auch wirklich um eine Jagd. Es geht um eine Familie, die sehr jagdbesessen ist. Und es passiert dort wahrscheinlich ein Mord. Fall. Zuerst wird es so ein bisschen als Jagdunfall deklariert, weil irgendwie so in der Vornacht vor so einem Jagdevent, so einem Familienjagdevent, wird der eine Bruder tot im Wald gefunden. Man weiß zuerst, glaube ich, nicht, ob er sich jetzt selber umgebracht hat, ob er umgebracht wurde oder ob es, wie gesagt, ein Jagdunfall war. Das heißt, er vielleicht von Tier gehalten wurde im Wald. Aber wer soll da irgendwie nachts irgendwie im Wald jemanden erschießen? Also es war schon so ein bisschen komisch auf jeden Fall. Es ist aber eine sehr spannende Geschichte gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt so der allerbeste Krimi oder Thriller. Aber ich mochte diese Verbindung aus französischer Krimi und deutscher Krimi, weil die jetzt teilweise auch in Süddeutschland spielt, weil diese Familie eigentlich aus Deutschland kommt, aber irgendwie so einen französischen, so Ländereien hat in Frankreich. Und das dann so eine kleine Kombination aus deutsch-französischem irgendwie hatte. Das war ganz cool und ich habe es als Hörbuch halt gehört und dadurch wird es vielleicht auch wieder ein bisschen besser, weil es von Martin Kessler gelesen wird, der echt unglaublich gut ist. Ich finde ihn wirklich super. Immer wieder, wenn ich irgendwie ein Hörbuch finde, wo er der Sprecher ist, muss ich es eigentlich hören. Weil der hat auch die ganzen Bücher eingelesen von Paul Cleave. Ich meine, da hättest du auch mehrere oder auf jeden Fall mindestens ein Buch auch schon mal gelesen. Aber als Buch, ja. Aber Martin Kessler sagt mir trotzdem was. Den hatte ich, glaube ich, auch irgendwann letztes Jahr vor der Flinte und kannte den vorher gar nicht und fand den auch, glaube ich, ziemlich gut. Der hat eine ziemlich tiefe, bisschen knarzige Stimme, würde ich jetzt mal sagen. Man kennt ihn eher, würde ich sagen, als Synchronsprecher so für, ich kann aber jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, für wen er der Synchronsprecher ist. Auf jeden Fall sehr viele bekanntere Leute, auf jeden Fall. Und man hört ihn, wie gesagt, öfter eher im Fernsehen. Aber ich finde den einfach sehr, sehr cool, weil auch gerade die Bücher eben von Paul Cleave, also für alle, die Bücher nicht kennen, die sind oft sehr, sozusagen mit so einem gewissen Witz, aber so einem makaberen Witz manchmal geschrieben. Und auch oft aus der Perspektive eher des Killers oder des Täters. Und
Und ich finde, dafür passt er dann immer so perfekt, weil er das dann immer so ein bisschen als, ja, teilweise das, was derjenige macht, so einen ironischen Unterton bekommt das Ganze dann. Mhm. Weil der Killer ja eigentlich dann immer schon weiß, ja, eigentlich ist das nicht gut, was ich hier gerade mache, aber er rechtfertigt das dann halt immer so für sich. Okay. Und ich finde, da haben sie die perfekte Stimme dann auf jeden Fall für ausgesucht, weil er das so mit diesem selbstironischen Unterton echt immer ganz cool hinkriegt. Und ich finde auch das Hörbuch jetzt, Die letzte Jagd von Jean-Christophe Granger, da lebt das dann auch total von dem Sprecher. Ich weiß deswegen nicht, ob ich es gelesen hätte, aber man kann es sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anhören. Mhm. Ich habe gerade mal parallel bei Audible geguckt. Er ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Stammsprecher für Paul Cleef. Auch einige Sachen von Granger hat er gelesen, von Don Winslow, aber auch von Bernard Hennen, also so ein bisschen Fantasy-mäßig macht er auch wohl manchmal. Und ich habe ihn, glaube ich, aber das waren sehr, sehr viele Sprecher, die da mit bei waren, in dem Hörspiel von Helios 4 2265 auch mitgehört, von Andreas Suchanek. Das ist ja so eine Reihe quasi. Ja, das sind so die ersten Sachen, die hier ins Auge springen, sage ich jetzt mal. Ja, also er ist ja auch nicht nur Synchronsprecher, ich meine, er ist auch Schauspieler. Mhm. Ja, das sind sie ja häufig, ne? Ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich einfach nicht mehr genau wusste, für wen er jetzt der Stammsprecher soll, zum Beispiel von Nicolas Cage und Vin Diesel. Also kann man sich ungefähr vorstellen, dann, ja, was das für eine Stimme ist. Ah ja. Das ist ja sehr, sehr cool. Cool, hört sich gut an. Super Tipp. Ja, für was hast du dich entschieden? Ja, bei mir, ich bin bei Ursula Poznanski gelandet. Also nicht im klassischen Sinne wird dort gejagt, sondern oftmals eine Person gejagt. Ja, okay, das zählt ja wahrscheinlich auch. Ich würde sagen, es zählt, hoffe ich. Also wo wirklich jemand gejagt wird, ist in Vanitas. Da geht es ja um eine Ex-Bundesagentin, glaube ich, die undercover in einem, oh Gott, serbischen oder so, Clan sich da undercover eingeschlichen hatte und jetzt offiziell tot ist und um ihr Leben trotzdem fürchten muss, weil sie eben immer noch denkt, dass eben dieser Clan-Chef irgendwie Lunte gerochen hat und hinter ihr her ist, und mehr und mehr bestätigt sich das auch, und die ist so dermaßen paranoid, das ist schon echt, also fast schon witzig zu Beginn. aber tatsächlich, also den ersten Teil, den fand ich noch so ein bisschen schwierig, weil sie eben sehr, sehr ängstlich war und eigentlich von der Panik so ein bisschen gelähmt war. In Band 2 ist sie dann so ein bisschen aufgetaut und hat halt nicht nur sich versteckt, sondern sich auch verteidigt und hat so ein bisschen mehr Selbstsicherheit wieder zurückgewonnen. Das fand ich ganz gut. Und Band 3 kommt dieses Jahr raus. Also das wäre jetzt Vanitas von Ursula Poznanski, was sich aber auch, wo auch jemand quasi durch die Cyberwelten gejagt wurde, war Kryptos, was ich Ende 2020 gelesen habe, auch von Ursula Poznanski. Und das fand ich schon so ein bisschen ähnlich wie bei Erebos, was man sicherlich auch von der Autorin kennt, dass man hier halt sozusagen virtuelle Welten hat. Das sind jetzt nicht unbedingt immer Spielwelten, aber halt so die Menschen, also auch eine Dystopie, und die Menschheit lebt quasi nur noch virtuell und versuchen so wenig wie möglich ihre virtuellen Welten zu verlassen, um sich eben um das Nötigste ihrer Körper zu kümmern. Aber es ist halt trotzdem auch eine Art Klimaroman, weil es eben auch darum geht, dass eigentlich die Welt komplett überbevölkert ist und ja, dann sterben auch auf einmal Leute in der virtuellen Welt, die eigentlich gar nicht sterben dürften. Und das ist alles so ein bisschen, wie kommt das denn? Und ja, also, und die Protagonistin ist Programmiererin für ein Unternehmen, was eben diese Welten herstellt. Da gibt es auch sicherlich mehrere. Und ja, sie geht dem Ganzen dann auf den Grund und das wird dann brandgefährlich für sie, weil sie dann da doch einigen Machenschaften und Geheimnissen von ziemlich großen Playern irgendwie auf die Spur kommt. Und sie muss dann wirklich sich von Welt zu Welt schlängeln und hat auf einmal nicht mehr die Gewissheit, dass wenn sie im Spiel oder im Virtuellen stirbt, dass sie dann eben nicht auch im wirklichen Leben quasi stirbt. Und das macht das Ganze natürlich deutlich bedrohlicher. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Ein Buch, in dem Menschen zumindest gejagt werden. Ja, ich habe beides gelesen und finde auch beide Bücher total gut. Kryptos auch gerade, ich glaube sogar
war Ende letzten Jahres beendet. Und war wirklich cool. Also die Welt, die sie da erschaffen hat, war echt spannend. Ja. Und auch die Geschichte, man sprang so zwischen den Welten irgendwie hin und her. Und das war irgendwie sehr cool, weil es da ja einmal eine Welt gab, wo die eher so historisch angehaucht war, irgendwie London, irgendwie 1900 irgendwas. Und und dann plötzlich irgendwie in einer anderen Welt war, wo es irgendwie um Detektivspiele geht, also irgendwie ganz verrückt, wo ja jeder halt irgendwie sein Hobby dann ausleben könnte. Ja, total. Und eigentlich fand ich das mega, mega spannend, die Idee. Genau, und wie du richtig sagst, und bei Vanitas, da fand ich es genauso, dass der zweite Band irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, plausibler war. Aber beim ersten Band hat man sich immer noch gefragt, wovor läuft sie denn da jetzt eigentlich weg? Also irgendwie hat man diese Bedrohungssituation gar nicht so zu fassen bekommen. Ja. Das war gar nicht so nahbar und man wusste gar nicht so, hä, warum, wieso, weshalb? Mhm. Das wird dann im zweiten ein bisschen besser erklärt. Ja, und der dritte, der erscheint jetzt wirklich, ich meine, am 1.4. Ja. Also ist gar nicht mehr so lange hin. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr drauf. Ja, ich bin auch gespannt, wie es dann zu Ende geht sozusagen. Und übrigens, bei Kryptos gab es auch eine Dinosaurierwelt. Stimmt, ja. Das ist ja aber sehr passend, also dass wir dann damit abschließen. Ja, ne? Um den Bogen wieder zu schließen. Ja. Aber war die Dinosaurierwelt nicht so, dass man da irgendwie, nee, das war nicht die Welt, aber irgendwie, ich glaube, es gab irgendwie noch so eine Welt, wo Leute eingesperrt wurden, so strafgefangen, aber das war, glaube ich, nicht die Dino-Welt. Nee, das war so eine Gefängniswelt, da kamst du auch dann aus eigener Kraft nicht wieder raus, sozusagen. Also das war wirklich, ja. Aber ich glaube, diese Dino-Welt, die ist schon ziemlich gefährlich gewesen. Das glaube ich auch, ja. Sehr cool. Oh. Ja, ganz lieben Dank für deine Antworten. Also da sind jetzt noch mal ein paar Sachen echt auch auf die Wunschliste oder noch schneller Lesenliste gewandert. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, euch, die zugehört haben, hat es auch Spaß gemacht. Und ihr habt auch noch mal das ein oder andere irgendwie mitnehmen können. Und vielen Dank an Belletristik, Basti, für die tollen Fragen. Ja, auf jeden Fall. Wer sich getaggt fühlt, soll gerne mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann nochmal irgendwie schreiben könntet. Boicherreich.net ist die Webseite und dort könnt ihr entweder einen Kommentar hinterlassen unter dieser Episode oder mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten stehen dort alle. Und würde ich mich sehr, sehr freuen und würde das dann auch sehr gerne verlinken etc. Insofern, ja. Viel Spaß mit dem eigenen Beantworten, falls ihr das macht. Und ansonsten hoffe ich, dass das einige sehr interessante Buchtipps gewesen sind für euch. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.